Hallo liebe Wrestling-Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Seid ihr auch so begeistert von den Möglichkeiten, was man mit Wrestling alles Schönes machen kann? Ich bin es auf jeden Fall, aber momentan haben wir ja Winter. Und Winter heißt, dass es draußen kalt ist. Wie wir alle wissen, sollten wir bei Arbeiten mit Wrestling und auch bei dem Acrylic Brewing natürlich für eine gute Belüftung sorgen. Das heißt, Fenster auf. Ich persönlich halte es so, dass ich in der Winterzeit in meinem Studio immer das Fenster auf habe und so die Temperaturen relativ niedrig sind. Doch Resin mag es gern warm. Um genau zu sein, ungefähr genauso warm, wie wir es auch am liebsten haben, um die 22 Grad Zimmertemperatur. Im Winter jedoch ist es in meinem Studio viel, viel kälter und eventuell auch bei euch. Für die Lagerung selbst ist die Temperatur kein Problem und hat sogar Vorteile, wenn Resin kalt und dunkel gelagert wird. Allerdings zum Arbeiten, wie wir gleich sehen werden, ist das Ganze nicht geeignet bei niedrigeren Temperaturen als zum Beispiel 16 bis 18 Grad, weil dann fängt das Resin an, immer fester und zähflüssiger zu werden und auch das Mischen der beiden Komponenten wird dann zur Herausforderung. Wie ihr hier sehen könnt, laufen die beiden Komponenten bereits jetzt sehr viel zähflüssiger aus den jeweiligen Flaschen in das Glas. Und auch wenn ich gleich die beiden Komponenten mit dem Rührstab vermische, werdet ihr sehen, dass sie sehr schnell milchig wird, extrem viele kleine Blasen beinhaltet und diese werden wir dann auch nicht wieder rausbekommen. Wenn ihr euch mit Resin auskennt und bereits schon Resin gemischt habt, wisst ihr, dass Luftbläschen während des Mischens immer auftreten. Normalerweise bekommt man die aber sehr gut wieder raus, indem man einen Brenner benutzt oder einen Heißluftföhn und die Blasen dann somit nach dem Pur ganz einfach verschwinden. Nicht so, wenn das Resin kalt gemischt wird. Ich gehe nachher kurz mit dem Brenner darüber und ihr werdet dann sehen, dass sogar nach dem Brenner kleine Bläschen weiterhin in dem Resin bestehen bleiben, sogar an den Stellen, wo ich mit dem Brenner längere Zeit darüber gegangen bin. Würdet ihr das Ganze über einen längeren Zeitraum versuchen, also mit mehreren Anläufen immer wieder mit dem Brenner oder der heißen Luft darüber gehen, bekommt ihr die Blasen dann irgendwann heraus. Jedoch wird bei jedem Versuch euer Resin auch wieder flüssiger werden, mehr verlaufen, euer Design verändern und am Ende vielleicht sogar ungleichmäßig aushärten, weil es an manchen Stellen wärmer und an manchen weniger warm geworden ist. Um das Ganze zu verhindern und euch das Leben einfacher zu machen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Bevor ihr arbeitet, stellt euer Resin einfach 1-2 Stunden zur Raumtemperatur in einen anderen Raum oder macht es zum Beispiel wie hier, gebt ihm ein warmes Fußbad und lasst es dort ungefähr eine halbe Stunde stehen. Das Wasser sollte hier auf keinen Fall kochend heiß sein, etwas wärmer als handwarm ist ausreichend und euer Resin wird wieder die gewohnte Konsistenz behalten und auch viel leichter mischbar sein. Als kleiner Tipp: Wenn ihr euer Kunstwerk in einem kühleren Raum aushärten möchtet, könnt ihr das natürlich gern tun. Bitte achtet hier aber dann darauf, dass die Aushärtungszeit etwas länger beträgt als zum Beispiel normaler Zimmertemperatur. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch weitergeholfen und vielleicht einige Fragen beantwortet, die ihr bisher noch nicht kanntet. Wenn ihr Fragen haben solltet, immer gern in die Kommentare schreiben und wir sind gern für euch da und helfen euch weiter. Also, bis zum nächsten Video, viel Spaß beim Kreieren und bis bald!